mit der Sendung jetzt starten und hoffe, wir können durch das Programm durchgehen. Schön, also ich heiße euch recht herzlich willkommen heute Abend nach einigen technischen Problemen, aber ich hoffe, wir kommen durch das Programm. Ich freue mich, dass wieder einige direkt angeschlossen sind. Und ihr habt das Thema für heute Abend gelesen, aber in der Überschrift. Wir werden uns heute mit der Sündenfallgeschichte etwas näher beschäftigen. Ich habe den Titel so gewählt, der Sündenfall und seine fatalen Folgen. Als Untertitel habe ich mir den Gedanken formuliert, der dramatische Werdegang der frühen und späteren Weltgeschichte. Wir leben in einer Weltgeschichte, die jetzt nach biblischem Konzept, nach biblischer Zeitrechnung etwas über 6000 Jahre erst geht, währenddem, wie wir aus den letzten Abenden gehört haben, im Zusammenhang mit der Evolutionsgeschichte von Milliarden Jahren sprechen. Und das ist natürlich schon ein sehr großer Unterschied, ob wir von Milliarden Jahren sprechen oder von ein paar tausend Jahren. Und offensichtlich hat auch dieser Zeitunterschied, den wir hier schon allein von der Zeitspanne der Weltgeschichte her haben, auch etwas mit dieser Sündenfallgeschichte zu tun, bei der alles anders geworden ist. Und auch das muss eine Folge dieser ersten Lüge sein, die wir in der Bibel finden und mit der wir uns auch heute etwas näher beschäftigen wollen. Es wird in diesem Thema um das beginnende Schauspiel zwischen Gut und Böse gehen, das im Garten Eden eigentlich begonnen hat. Und wir wissen, dass im Neuen Testament der Apostel Paulus tatsächlich von einem Schauspiel spricht, in dem wir uns hier auf dieser Erde befinden. Die Erde eine Bühne, ein Schauspiel, das hier abläuft für das gesamte Universum. Und ich denke, das ist ein wirklich großes Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen können. Und es wird in der ganzen Sündenfallgeschichte darum gehen, ist die Geschichte, die wir hier erzählen und ist die Geschichte, die wir glauben, jeweils der Mensch in seiner Religion, aus seinem Hintergrund her, ist diese Geschichte, entspricht sie der Wahrheit oder der Unwahrheit? Und so wie es eine Wahrheit gibt für die Schöpfung und für die Entstehung der Erde, so gibt es auch viele Unwahrheiten über die Entstehungsgeschichte dieser Erde. Und auch beim Thema Sündenfall haben wir es eigentlich mit der Frage zu tun, stimmt das, was die Bibel darüber sagt? Oder stimmt das, was wir irgendwo in den Religionen darüber erfahren? Denn nur innerhalb der Religionen spricht man ja vom Sündenfall und kann man mit diesem Gedanken des Sündenfalls etwas anfangen. Eine evolutionistische Wissenschaft wird natürlich auch den Sündenfall auf ihre Art und Weise deuten, wie wir das das letzte Mal gesehen haben. Und es werden ganz andere Zusammenhänge da aufgestellt und das hat mit biblischer Wahrheit und mit religiösen Konzepten über das Sündenfallgeschehen natürlich nichts mehr zu tun. Wer jedoch die Schöpfungsgeschichte, wie es in der Bibel zu finden ist, nicht glauben kann, der wird auch nicht glauben können, was die Bibel über diese Geschichte im Paradies, über die Geschichte des Sündenfalls berichtet. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Wer an den Urknall glaubt und an eine Schöpfung durch Evolution glaubt, wie es viele Christen heute glauben, der muss natürlich auch die Urgeschichte, die weitere Urgeschichte, die auf den nächsten Blättern der Bibel steht, völlig umschreiben. Und wenn man es genau nimmt, muss man sagen, der muss eigentlich auch eine neue Religion schreiben. Und das ist ja auch letztendlich gemacht worden. Denn Religionen, die nicht mehr die biblische Schöpfungsgeschichte so übernehmen können, eine wortwörtliche
geschichtliche Darstellung, wie sie in der Bibel berichtet ist, der kann natürlich auch die Sintflut, also die Schöpfungsgeschichte, nicht mehr so sehen. Der wird dann auch die nächste Geschichte, das heißt die Sündenfallgeschichte, und das, was weiter dann passiert, das dritte große Ereignis ist ja dann auch die Sintflutgeschichte, nicht mehr so verstehen. Man kann nicht die erste Seite der Bibel anders deuten und alles andere, was in der Bibel dann drinnen steht, doch gleich so deuten. Das geht auch dann mit den Geschichten nach der Sintflut so weiter. Da geht es dann um diese Geschichte vom Turm zu Babel, von der Sprachenverwirrung, die Geschichte von der Berufung Abrahams, der Berufung Israels, die Geschichte von Mose am Berg Sinai, die Geschichte des Volkes Israel quer durch die ganze alte testamentliche Geschichte und bis hin zur Geschichte von Jesus. All diese Geschichten werden sich in irgendwelchen Zusammenhängen dann irgendwo auch verändern, denn wenn man das erste Blatt der Bibel nicht mehr so wörtlich nimmt und das als einen historischen Bericht sieht, ergibt sich daraus natürlich für viele andere Geschichten im Alten und im Neuen Testament bis hin zur Offenbarung und zu den zukünftigen Ereignissen, die die Bibel bespricht, natürlich dann Veränderungen, die es dann aus diesem Konzept heraus ergeben wird. Das heißt, es gibt nur eine Wahrheit über diese ganze Weltgeschichte von Anfang an und es gibt daneben viele, viele Unwahrheiten, die allein im Christentum schon erzählt werden darüber und natürlich dann darüber hinaus in allen Religionen. Und wenn wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, dann wird jeder merken, in jeder Religion wird hier eine andere Weltgeschichte erzählt, eine andere Geschichte des Universums. Und mitten da drinnen natürlich auch eine andere Geschichte über den Ursprung des Bösen, über Teufel, Dämonen und all das, was damit zu tun hat, mit dieser Sündenfallgeschichte. Wir leben also hier in einer Verwirrung und das ist nichts Neues, das hat es immer in den Religionen gegeben und wir werden auch heute Gott bitten, dass er uns die Weisheit schenkt, dass er uns hilft, das Thema auch von der Bibel her in der rechten Weise zu erfassen. Und wir wollen ihn auch am Beginn unseres Themas hier um diese Gnade bitten, dass er uns hilft. Lasst uns dafür beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen für diese Zeit, die du uns geschenkt hast, auch heute Abend wieder. Wir danken dir für die Möglichkeit, die du uns gibst, dass wir dein Wort wieder aufschlagen dürfen, dass wir wieder gemeinsam nachdenken dürfen über die Geschichte, wie sie bisher gelaufen ist, seit du die Welt wunderbar gemacht hast und seit es letztendlich auch eine Sünde in diese Welt gekommen ist und die Folgen, die daraus entstanden sind, die spüren wir noch heute. Lass uns, wenn wir heute darüber nachdenken, die rechten Gedanken finden, lenke uns durch deinen Heiligen Geist. Lass auch jeden Einzelnen, der dabei ist, die rechte Konzentration haben und lass auch die Technik recht funktionieren. Lass es alles in deinem Sinne geschehen. So hab Lob und Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Gut. Wenn wir über diese Sündenfallgeschichte nachdenken, dann ist es aus der biblischen Sicht zunächst einmal ein Faktum, von dem wir ausgehen, dass die Welt ursprünglich nicht aus dem Chaos kommt, sondern dass sie von einem Gott der Weisheit, der Ordnung, der vollkommenen Schönheit und in vollkommener Schönheit und in vollkommener Harmonie diese Welt und auch in vollkommener Gesetzmäßigkeit diese Welt geschaffen wurde. Das ist für bibelgläubige Menschen eine Selbstverständlichkeit und da braucht man wohl überhaupt nicht darüber diskutieren. Der natürliche Verstand, der natürliche Menschenverstand lehrt uns, dass wir dort, wo Gott eine Welt, ein Universum und auch eine menschliche Gesellschaft in vollkommener Harmonie geschaffen hat und die Grundlagen für eine vollkommene Harmonie geschaffen hat, dass es
logisch sein wird, dass wenn der Mensch gegen diese Gesetzmäßigkeit angeht und dagegen rebelliert, dass dabei nur mehr das Chaos dabei herauskommen kann. Ob bewusst oder unbewusst, es ist völlig egal, ob der Mensch jetzt bewusst gegen Gott geht und göttliche Gesetze übertritt oder ob er sie unbewusst übertritt, die Folgen werden immer die gleichen sein. Das ist uns auch klar und ich denke, das ist eine Binsenweise. Ja? Die Urgeschichte und die gesamte Weltgeschichte, wie sie in der Bibel dargestellt wird, lehrt uns, durch die ganze Geschichte können wir das beobachten, dass Geschöpfe nicht ohne Konsequenzen, ohne persönliche Konsequenzen und ohne Konsequenzen auch für ihre ganze Umgebung, für die ganze Schöpfung, in der wir uns befinden, gegen die Gesetze des Schöpfers vorgehen kann. Jede Ordnung, jede Harmonie geht verloren, aus Ordnung wird Chaos, wo man anfängt, gegen die Ordnung und gegen Gesetzmäßigkeiten anzugehen. Und das ist ja letztendlich in dieser ursprünglichen, wunderbaren Schöpfung passiert. Deshalb sprechen wir eigentlich auch in der Theologie von dem sogenannten verlorenen Paradies. Es ist nicht so, wie wir es in den letzten Themen gesehen haben, wie es heute in der Kirche gelehrt wird, auch selbst in der Kirche gelehrt wird, dass die Welt ursprünglich eben noch nicht dieses vollkommene Paradies war, sondern dass wir erst auf dieses vollkommene Paradies hingehen. Nein, die Bibel sagt uns, wir haben ein Paradies hinter uns gelassen. Wir haben ein Paradies, eine herrliche Welt verloren. Und die Frage ist, wie kam es dazu? War das Schicksal? War das einfach Zufall? Wenn wir die Bibel als Grundlage unserer Information nehmen, dann wissen wir, dass es kein Zufall war. Dass Gott aber auch, als er die Welt geschaffen hat, nicht wollte, dass dieser Zustand verloren geht. Und er hat alles getan, er hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass diese Welt in dieser wunderbaren Ordnung, wie sie in Eden im ursprünglichen Paradies gewesen ist, auch ewig bleibt. Nie war es Gottes Absicht, dass ein Mensch krank wird, dass ein Mensch leidet, dass irgendwelche Menschen zu Schaden kommen durch irgendwelche äußere Umstände und schon gar nicht, dass der Tod und Zerstörung existiert. Die Bedingungen dafür waren natürlich, die hat Gott festgelegt und die waren ganz einfach an den Glauben an Gott, dass diesem Gott vertraut wird in dem, was er von seinen Geschöpfen erwartet und dass man ihm auch vollständig im Gehorsam dient. Und das war ja der ursprüngliche Zustand im Paradies. Weil aber Gott wusste und weil er zu dem Zeitpunkt, als die Welt schon geschaffen war, schon das Böse vorher existiert hat, in der himmlischen Welt und hier auf diese Erde übertragen wurde, und wir wissen ja, dass der Baum der Erkenntnis, der im Garten Eden gesetzt worden ist, ein Hinweis dafür ist, dass bereits zu diesem Zeitpunkt schon eine Gefahr bestand, die auf das Leben des Menschen zielte. Ja? Das heißt, Gott wusste das und weil er es wusste, hat er den Menschen auch eine ganz einfache Ordnung gegeben, nach der er leben sollte. Und wir kommen an dieser Geschichte des Sündenfalls nicht vorüber, indem wir auch sehen, dass Gott vorher vor diesem Fall eigentlich gewarnt hat. Und in der Bibel lesen wir eigentlich nicht sehr viel über Details, wie weit Gott den Menschen informiert hat und wie weit er ihn gewarnt hat. Wir wissen nur, dass er ihm gesagt hat, du, das sind zwei Bäume, einer der Baum des Lebens, viele andere Bäume, von denen du dich ernähren kannst, aber da ist ein Baum, dieser sogenannte Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem sollst du nicht essen. Und wir sind in unserem Thema schon einige Male an diesen Text herangekommen, denn an dem Tage, und das ist hier die konkrete Warnung, die wir uns jetzt etwas näher in Erinnerung rufen wollen, an dem Tage, wo du davon isst, musst du des Todes sterben. Das ist
das Einzige, was uns hier in der Bibel grundsätzlich berichtet wird. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein Wort, das ganz kurz dort steht. Und gleich nach danach, als der Mensch im Paradies sich da etwas wohlzufühlen begann, als er wahrscheinlich erst das Paradies so richtig kennenlernte, da kam es dazu, dass eben die Frau des Adam, die Eva, dort in die Nähe dieses Baums kam und dann diese andere Stimme hörte. Und die dann in letzter Konsequenz nach einem Versuch, ja, hier etwas zu vermitteln und Eva auf das Gehör Evas zu bekommen, dass diese Stimme jetzt einfach genau das Gegenteil gesagt hat, was Gott vorher gesagt hat. Nämlich, auch wenn du diesen Gehorsam, diesen Ungehorsam eingehst, wirst du nicht sterben, sondern deine Augen werden aufgehen und du wirst sein wie Gott. So lesen wir es dort im ersten Buch Mose in Kapitel 3. Und da stellt sich jetzt die Frage, wer hat jetzt, welche Stimme hat sich jetzt einmal zunächst wirklich erfüllt? Gott hat gesagt, an dem Tage, wo du davon isst, musst du oder wirst du des Todes sterben. Satan hat gesagt, du wirst nicht sterben. Und wenn man jetzt so einfach vordergründig hinsieht, dann muss man sich fragen, so wer hat jetzt eigentlich recht gehabt? Denn was geschah denn tatsächlich an diesem Tag, wo der Mensch von dieser Frucht gegessen hat? Wir wissen, dass der Mensch an dem Tage tatsächlich nicht gestorben ist. Und es sieht so aus, als hätte auch dadurch nicht Gott recht gehabt, sondern die Stimme, die als Gegenstimme Gottes dort durch diese Schlange gesprochen hat. Du wirst nicht sterben. Denn Tatsache ist, Adam und Eva sind nicht im Augenblick, wo sie von dieser Frucht gegessen haben, tot umgefallen und gestorben. Man könnte sich natürlich hier die Frage stellen, und die wird ja auch in der Theologie gestellt, ja, warum hat eigentlich jetzt Gott den Menschen nicht gleich tot umfallen lassen? Warum hat er ihn nicht gerichtet oder ihn wirklich das Urteil, das er angekündigt hat, auch ausgeführt, dass der Mensch eben dann tot gewesen wäre? Offensichtlich lässt Gott hier den Menschen, trotzdem, dass er gesündigt hat und trotzdem, dass ihm angekündigt worden ist, dass er sterben würde, wenn er von dieser Frucht isst, lässt Gott den Menschen trotzdem leben. Und da stellt sich die Frage, ja, warum eigentlich? Hat Gott sich nicht an sein Wort gehalten? Wenn Gott etwas sagt, dann müsste es eigentlich auch so passieren, dann müsste es auch so geschehen. Aber das geschah jetzt in diesem Fall offensichtlich nicht. Und wenn wir fragen, warum hat denn Gott jetzt hier den Menschen nicht gleich tot umfallen lassen, dann haben wir eigentlich nur eine Antwort, die wir finden können, wenn wir das Thema weiter und weiter in der Bibel betrachten. Im Grunde genommen kommt man zu dem Schluss, dass Gott eigentlich den Menschen eine zweite Chance geben wollte, dass er umkehren kann, dass er seine Sünde bereuen kann, dass ihm auch seine Sünde vergeben werden konnte. Wenn das damals bei Adam nicht der Fall gewesen wäre, könnten wir auch heute eigentlich nicht von Vergebung reden, die Gott Sündern zuteil werden lässt. Es ist ein Faktum und wir können denn diese Aussage, wenn du von dieser Frucht essen wirst, dann wirst du sterben, und zwar an dem Tage. Wir können darüber philosophieren und theologisieren, wie wir wollten, aber Faktum ist, dass der Mensch an dem Tage nicht gestorben ist und dass er deshalb nicht gestorben ist, weil Gott den Menschen trotz der Sünde das Leben weitergewährte und dass er ihm letztendlich auch Vergebung seiner Sünde angeboten haben musste. Und das haben wir, dieses Angebot ist ja bestehen geblieben bis heute. Das heißt, jeder Mensch, der auf dieser Welt geboren wird und sündigt und zu sündigen beginnt, weiß, dass er nicht gleich deshalb sterben muss.
Und das hat wohl damit zu tun, weil wir einen gnädigen Gott haben, der offensichtlich den Menschen nicht bei dem ersten Fehler, den er begeht, gleich vernichtet. Wir werden in einem nächsten Thema noch näher auf diese Problematik eingehen, aber heute einmal so hier einen bestimmten Gedanken, den wir hier verfolgen wollten, dass Gott prinzipiell bereit ist, dem Sünder zu vergeben. Und ich habe mir bei diesem Thema jetzt hier auch die Frage gestellt, und diese Frage habe ich mir eigentlich früher überhaupt nicht gestellt, und zwar, hat denn Gott vorher, als der Mensch noch nicht gesündigt hatte, als er den Menschen geschaffen hat, hat Gott schon vorher gewusst, wenn der Mensch sündigt, dass er ihn nicht gleich zu Tode kommen lassen wird, dass er nicht gleich tot umfallen lassen wird, sondern dass er ihm die Möglichkeit der Vergebung schenken wird und dass er ihn zur Umkehr rufen wird und wieder zu einer neuerlichen Beziehung zu Gott rufen wird. Hat Gott das vor dem Sündenfall schon gewusst? Und ich glaube, niemand von uns wird diese Frage mit Nein beantworten, sondern das muss wohl so gewesen sein. Die Frage ist aber, wenn Gott gewusst hat, dass der Mensch nicht gleich sterben sollte, auch wenn er gesündigt hat, warum hat er den Menschen dann vorher nicht gesagt, aber pass auf Adam, wenn du von dieser Frucht dann trotzdem isst, dann kannst du trotzdem Vergebung haben. Dann werde ich dir deine Sünde vergeben und du kannst trotzdem eine Chance haben, deine Sünde dann zu bereuen und vielleicht ein zweites Mal das nicht mehr zu tun. Warum hat Gott das den Menschen nicht vorher gesagt? Wenn wir das etwas weiterdenken, dann müssen wir draufkommen und bekennen, dass heute jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, wenn er sündigt und wenn er schon bevor er sündigt, weiß er, dass Gott ihm auch diese Sünde vergeben würde. Und dass er immer wieder zu Gott kommen kann, und selbst wenn er jahrelang seines Lebens sündigt, lässt ihn Gott trotzdem leben und er lässt ihn nicht einfach tot umfallen. Und es ist so, dass trotzdem viele Menschen sehr alt werden, manche Menschen eigentlich nicht sehr alt werden, manche sterben schon als Kinder und kommen nicht einmal richtig zur Welt und sind schon tot. Also wir haben hier eigentlich eine sehr eigenartige Situation, wo man sagen kann, selbst wenn ein Mensch 100 Jahre wird, 120 Jahre, und vor der Sintflut sind ja die Menschen über 900 Jahre alt geworden, und das war kein Leben ohne Sünde. Diese Menschen haben ja alle in ihrem Leben auch immer wieder Sünde begangen, und aus der biblischen Geschichte wissen wir, sie haben auch immer ständig die Vergebungsmöglichkeit gehabt. Seit Adam. Gott wusste aber das, dass er den Menschen, die er schaffen wird, wenn sie fallen, wenn sie in Sünde fallen, er ihnen auch Vergebung anbieten wird und immer wieder Umkehrmöglichkeit geben wird. Und noch einmal die Frage, warum aber hat Gott den Menschen das nicht schon vor dem Sündenfall so gesagt, wie wir es heute im Voraus und wie es jeder Mensch im Voraus wissen kann? Ich weiß nicht, welche Antwort ihr hättet persönlich auf diese Frage. Ich bin zu der Überlegung gekommen, wenn Gott den Menschen schon von vornherein gesagt hätte, von diesem Baum sollst du nicht essen, wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sterben, aber bevor du stirbst, werde ich dir trotzdem noch die Möglichkeit geben, dass du umkehrst und dass du die Vergebung deiner Sünde bekommst, da müsste man sich ja fragen, welchen Ansporn hätte dann Adam und Eva gehabt? Welche Motivation hätten sie gehabt, von dieser Frucht nicht zu essen? Sie hätten ja praktisch Gott von Anfang an gar nicht erst ernst nehmen können, wenn er ohnehin sagt, naja, wenn ich sündige, dann ist der liebe Gott trotzdem wieder gnädig und vergibt mir meine Sünde. Das muss wohl mit dem zu tun haben, dass Gott hier zunächst einmal grundsätzlich gesagt hat, wenn du das machst, wirst du sterben. Das bedeutet, Gott wollte mit dieser Warnung den Menschen grundsätzlich zu einem
Vertrauen an sein Wort bringen und vor allem ihn davor absolut schützen, dass er hier wirklich einen Ungehorsam begeht. Nachdem er aber leben gelassen hat, hat Gott nach einem Prinzip gehandelt, das wir quer durch die Bibel finden. Und vielleicht kann man das Prinzip so nennen, wie wir es heute oft sehr landläufig auch sagen. Gott handelt und hat von Anfang an, auch beim Adam und Eva, nach dieser Sünde, eigentlich nach dem Prinzip gehandelt, Gnade vor Recht. So möchte ich das einmal formulieren. Oder mit anderen Worten, und dieses Prinzip, Gnade vor Recht, finden wir auch in diesem Text, in einem Text im Neuen Testament, und zwar in Römer 6, Vers 23. Das ist ein Text, der von uns Christen immer wieder zitiert wird, der mit dem Sold der Sünde, also mit dem Lohn der Sünde zu tun hat. Wir kennen alle diesen Text als bibelgläubige Menschen, Römer 6, Vers 23. Da heißt es hier, denn der Sünde Sold ist der Tod. Und es ist sehr bemerkenswert, dass manchmal, oder viele Christen, wenn sie an die Sünde Adams denken, dann bleiben sie eigentlich bei diesem ersten Teil dieser Aussage stehen und sagen, der Sünde Sold ist der Tod. Und automatisch, die erste Sünde, die der Mensch begangen hat, kostet ihm schon den Tod. Und dann gibt es ja noch diese Überlegung, ja, ist das jetzt der erste Tod, den Gott hier angekündigt hat? Oder ist das gleich schon der zweite Tod, den der Mensch hätte sterben müssen, normalerweise? Und selbst da ist sich ja heute eigentlich die Theologie noch gar nicht so schlüssig, ja, welcher Tod war jetzt da gemeint, als Gott dem Menschen gesagt hat, wenn du sündigst, sollst du sterben. Aber es ist sehr weit verbreitet, diese Idee, dass das eben normalerweise der ewige Tod gewesen wäre. Das heißt, der Mensch sündigt und Gott hätte ihn praktisch für ewig gleich wegen dieser ersten Sünde auslöschen müssen, wenn er nach dem Rechtsprinzip gehen würde. Aber seine Liebe, so sagt man, hat es ihm eben nicht erlaubt, oder in seiner Liebe hat er den Menschen eben dann ein Angebot der Vergebung geschenkt. Wenn wir diesen Text lesen, dann werden wir merken, dass wir nicht zwischen Gerechtigkeit und Liebe eine Trennung machen dürfen. Paulus macht es hier in diesem Text nicht. Er sagt, denn der Sünde Sold ist der Tod. Und da bleibt der Text ja nicht stehen, es geht weiter. Gottes Gabe aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, es sind zwei Wahrheiten, die wir hier miteinander verknüpfen müssen. Der Sünde Sold ist der Tod, aber Gottes Gabe ist ewiges Leben. Das natürlich auch für einen Sünder, wie wir gesehen haben und wie es die ganze Weltgeschichte und die ganze biblische Geschichte eigentlich zeigt. Warum? Gottes Gesetz und Gottes Liebe kann man nicht voneinander trennen. Gott hat sein Gesetz aus Liebe heraus gemacht und auch in Liebe begegnet er auch dem Übertreter des Gesetzes, grundsätzlich einmal. Und wir werden uns die Frage stellen, und das wird uns ja auch die Bibel sehr deutlich beantworten, für wen gilt es letztendlich, dass der Lohn der Sünde der Tod ist? Die Bibel gibt ja darauf eine sehr deutliche Antwort. Aber es gibt ein zweites Prinzip, das wir uns in Erinnerung rufen wollen, nachdem Gott prinzipiell dem Sünder gegenüber handelt. Und das muss wohl auch ein Prinzip gewesen sein, das Gott auch bei Adam und Eva schon angewandt hatte. Und zwar in Hesekiel Kapitel 18, der Vers 23. Hesekiel Kapitel 18, Vers 23, und ich würde jeden von euch einmal wirklich empfehlen, dieses ganze Kapitel Hesekiel in einem Stück durchzulesen. Wir nehmen da jetzt nur einmal einen Text heraus, aber es ist gut, wenn man einmal dieses ganze Kapitel in einem Stück durchliest. Wir werden das sicher einmal machen in einem Thema,
wo wir dieses Kapitel genauer anschauen. Denn wenn wir mit Sünde und mit dem Lohn der Sünde umgehen und mit der Vergebung, mit der Gerechtigkeit und Liebe und Barmherzigkeit Gottes, dann ist das, was hier in Hesekiel 18 steht, ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Denn dort begegnen wir den Prinzipien der Gerechtigkeit und der Liebe, wie sie einander sich ergänzen. Hesekiel 18, Vers 23, da lesen wir: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibe? Gott hat also keinen Gefallen am Tode eines Gottlosen. Jetzt müssen wir fragen, wer ist ein Gottloser? Oder fragen wir gleich direkt, wer war der erste gottlose Mensch auf dieser Erde? Gott hat ja keinen gottlosen Menschen geschaffen. Er hat ja Menschen geschaffen in einer Beziehung zu ihm. Menschen, die mit ihm kommuniziert haben. Menschen, die Gott gekannt haben, die ihr Leben Gott zu verdanken hatten. Adam und Eva waren nicht in einem Zustand der Gottlosigkeit geschaffen worden, sondern in einem Zustand der Gottesnähe, der Gottesverbindung, der intensiven Gottesbeziehung. Aber Adam und Eva, indem sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, indem sie Gott ungehorsam worden sind, riskierten sie, Gott loszuwerden. Ja? Und man muss ja auch hier vorsichtig sein, wie man einen Gottlosen definiert, denn das, was wir hier in Kapitel 18 im Hesekiel haben, das ist nicht ein Gottloser, der deshalb gottlos ist, weil er vielleicht eine Sünde getan hat und vielleicht diese Sünde sogar dann noch bereut hat, ihn dann gleich als Gottlosen zu bezeichnen, das ist nicht die biblische Definition. Es geht bei dem Gottlosen um einen Menschen, der sich durch ständiges Sündigen von Gott trennt. Natürlich sagen wir, dass jede Sünde sich von Gott trennt, aber selbst das, wenn wir das in der Bibel durchgehen und in der Bibel anschauen, werden wir drauf kommen, dass wir das hier relativieren müssen, was gemeint ist. Der Mensch riskiert ja, durch jede Sünde, sich mehr und mehr von Gott zu trennen, so dass letztendlich eine endgültige Trennung stattfindet, die dann nicht mehr überbrückt werden kann. Da spricht die Bibel in diesem Zusammenhang von einer Sünde, die auch nicht mehr vergeben werden kann. Und das kann nur eine Sünde sein, aus der der Mensch nicht mehr heraus kann. Und eine Sünde, aus der der Mensch nicht mehr heraus kann, kann nur eine Sünde sein, wo er sich derart dadurch gegen Gott verschlossen hat, dass er sich völlig in dem Sinn von Gott und vom Heiligen Geist, den er auch von der Sünde überzeugen möchte, trennt. Wir merken aber, wenn hier in diesem Text davon die Rede ist, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose sich bekehrt, dann spricht der Text hier ganz klar von Menschen, die sich eben noch nicht in dieser Situation der Gottlosigkeit befinden, die dann mit diesem Konzept der Sünde des Heiligen Geistes, der Sünde wieder den Heiligen Geist in Verbindung gebracht werden kann. Wir müssen also hier biblisch sehr klar unterscheiden, was eine endgültige Gottlosigkeit ist und was nur eine vielleicht vorübergehende Gottlosigkeit ist, dass der Mensch eben sich durch irgendwo verirrt hat und Gott nicht mehr richtig glaubt und nicht mehr richtig vertraut und dadurch riskiert, mehr und mehr in die Gottlosigkeit zu versinken. Aber gerade da tritt Gott ein. Und wenn wir jetzt das Ganze auf Adam und Eva übertragen, dann würde ich mir persönlich schwer tun, einfach zu sagen, Adam und Eva haben sich hier durch diese erste Sünde völlig von Gott getrennt. Obwohl das leider immer wieder so gesagt wird, aber wenn das so wäre, dann hätten sie keine Möglichkeit mehr gehabt, zurückzukehren. Aber offensichtlich ist der Mensch hier in der Gefahr, war hier in der Gefahr. Und wir müssen uns fragen, was hat jetzt Gott gemacht? Nach diesem Prinzip wollte Gott sicherlich auch bei Adam und Eva nicht,
auch wenn sie riskierten, in diese Situation des Gottlosen zu kommen und in diesem Sinne gottlos zu werden, wie dieser Text das hier meint. Aber Gott hat keinen Gefallen, er wollte nicht, dass diese Menschen auch letztendlich sterben und den Lohn der Sünde in endgültiger Weise empfangen, sondern er gibt ihnen die Möglichkeit, wie es jetzt hast, er will es, dass dieser Mensch umkehrt. Und das ist ja nur möglich, wenn der Mensch, solange der Mensch lebt. Deshalb, wenn Gott den Menschen einfach tot umfallen hätte lassen und gleich oder sogar selbst getötet hätte, ihn gleich das Gericht über ihn gebracht hätte, dann hätte der Mensch keine Möglichkeit mehr gehabt, umzukehren. Und da hätte er eigentlich die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Vergebungsbereitschaft Gottes, die ja sein Wesen von Anfang an war, gar nicht zu spüren bekommen. Und ich denke, dass Gott hier, wenn er Adam und Eva so behandelt hat, dass er ihnen trotzdem das Leben weiter erhalten hat, obwohl sie gesündigt haben, dass er nach diesem Prinzip gehandelt hat, dass er keinen Gefallen hat, sondern dem Menschen eine Möglichkeit der Umkehr gibt. Und das würde ich jetzt bezeichnen als eine zweite Chance. Und wahrscheinlich bleibt es nicht bei einer zweiten Chance, sondern wir müssen uns ja auch selbst als Menschen fragen, auch als Sünder fragen, wie viele Chancen hat uns denn Gott schon gegeben in unserem Leben? Das ist ja nicht nur eine oder zwei, sondern wir müssen ja sagen, nach jeder Sünde, die wir begehen, nach jedem Ungehorsam, ist uns Gott gnädig und bietet uns immer wieder Vergebung an. Das heißt, diese Aussage, wer sündigt, muss sterben, der Sünde sollt ist der Tod, ist in dem Sinn zunächst einmal eine Aussage, die gar nicht so absolut zu verstehen ist. Und ich denke da auch hier an einen Text, der vielleicht auch aus diesem Blickpunkt her in gewissem Sinne zunächst einmal relativiert werden muss, ohne dass wir da riskieren, in eine falsche Denkrichtung zu kommen. Lesen wir mal in Römer Kapitel 5. In Römer Kapitel 5 wird uns natürlich gesagt, dass durch diese eine Sünde, die der Mensch begangen hat, der Tod in die Welt gekommen ist. Das heißt, die Sünde hat schon den Lohn, die Sünde hat hier den Tod als Lohn mit sich gebracht. Das ist offensichtlich, da war etwas dran. Römer Kapitel 5, Vers 12, da steht, derhalben, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wenn wir jetzt diesen Text so nehmen, so wortwörtlich, wie er da steht, dann bedeutet er, dass letztendlich jeder Mensch sterben muss. Und das ist auch das, was wir grundsätzlich eigentlich erleben, was wir sagen, dass wir sagen, es gibt keine Menschen, der nicht stirbt. Jeder Mensch, der hier auf dieser Erde geboren wird, der stirbt doch auch. Ja? Jetzt als Christen sagen wir, der stirbt zumindest den ersten Tod. Aber den zweiten Tod werden ja viele Menschen nicht sterben. Aber wenn wir jetzt genau die Bibel betrachten, dann werden wir auch drauf kommen, dass das, was der Paulus hier sagt, dass der Tod zu allen Menschen gekommen ist und dass sie deshalb auch alle den ersten Tod sterben müssen, dass das ja eigentlich gar nicht wirklich stimmt. Denn schon vor der Sintflut gab es einen Mann, dessen Lohn der Sünde gar nicht der Tod war. Und wir denken hier besonders an diese Geschichte von Henoch, von dem das Neue Testament sagt, im Hebräerbrief, dass er nicht gestorben ist, sondern dass er zu Gott hinweggenommen worden ist. Das heißt, hier haben wir einen Mann, auf dem auch dieses Gebot, wenn du sündigst, musst du sterben, der Sünde sollt ist der Tod, gar nicht buchstäblich zugetroffen hat, denn ist durch diesen ersten Tod nicht gegangen. Die Frage stellt sich natürlich, ja warum? Offensichtlich hat das auch das mit Gnade Gottes zu tun,
mit der Bereitschaft, dass dir Gott hier einen Menschen vergeben hat und ihm die Möglichkeit gegeben hat, trotz der Sünde nicht zu sterben, sondern ewiges Leben zu haben. Also das, was Paulus in Römer 5, Vers 23 oder 6, Vers 23 gesagt hat, könnten wir jetzt hier auf Henoch ganz konkret übertragen. Und dasselbe auch auf den Elia zum Beispiel. Ja? Auch Elia war ein Mensch wie wir und Elia war genauso kein vollkommener, kein sündloser Mensch und trotzdem hat er den Tod nicht gesehen. Das heißt, auch für ihn galt dieses Prinzip, der Sünde sollt ist der Tod, eigentlich nicht einmal auf den ersten Tod. Natürlich ist auch der Hiob, also der Elia und auch der Henoch ein sterblicher Mensch gewesen. Das heißt, Adam ist durch seine erste Sünde sterblich geworden, hat einen sterblichen Leib bekommen. Und alle Nachkommen, die geboren wurden, haben einen sterblichen Leib bekommen. Und trotzdem hat dieser sterbliche Leib nicht alle Menschen in den ersten Tod geführt. Bei Henoch war es nicht so, bei Elia war es nicht so. Und wir müssten die Frage stellen, wird es noch irgendwo Menschen geben, die diesen ersten Tod nicht sehen werden, obwohl sie gesündigt haben? Und ich denke, es wird uns als bibelgläubige Menschen nicht schwerfallen, daran zu denken, dass es am Ende der Zeit eine ganze Generation geben wird von Menschen, von denen Paulus sagt, wir, die wir leben und übrig bleiben, werden denen nicht zuvorkommen, die da entschlafen sind. Und da denken wir an diese Zeit der Entrückung, wo am Ende der Zeit all die gläubigen Menschen, die mit Gott verbunden waren, die ihre Sünden Gott bekannt haben, die ein Leben mit Jesus gelebt haben und ein Leben in Treue, ein Leben in Gehorsam mit Gott gelebt haben und die geglaubt haben, dass Jesus sie erretten kann von Sünde und Schuld und sie auch in dem Fall sogar vor dem Tod bewahren kann, dass diese Menschen letztendlich auch durch den ersten Tod, durch den normal sonst alle Menschen gegangen sind in der Vergangenheit, aus dieser zwei, die wir genannt haben, dass auch am Ende der Zeit eine ganze Generation den Tod nicht sehen wird. Und das ist eigentlich eine bemerkenswerte Sache. So dass wir eigentlich das, was der Paulus hier sagt, der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, nicht in diesem Sinn verstehen müssen, dass alle Menschen unbedingt letztendlich sterben müssen. Das heißt, mit anderen Worten, bedeutet diese Aussage, der Tod ist der Sünde Sold, da steckt offensichtlich eine Bedingung dahinter, dass es wirklich zu diesem Tod kommt. Das heißt, das Problem ist nicht unbedingt die Sünde, nicht automatisch die Sünde muss den Tod bringen, sondern das, wie der Mensch dann mit der Sünde umgeht. Denn in letzter Konsequenz, und ich habe gestern gerade in einem Bibelkreis über dieses Thema gesprochen und die Frage gestellt, warum werden Menschen letztendlich am Ende der Zeit, warum wird ein großer Teil der Menschen nach den 1000 Jahren, wo die Bibel uns sagt, in diesen ewigen Feuersee geworfen werden, warum werden Menschen letztendlich, ein großer Teil der Menschen, in die Verlorenheit gehen? Das Problem wird nicht sein, weil sie gesündigt haben, denn gesündigt haben werden auch alle jene Menschen, die einmal im Himmel sein werden. Das Problem wird also nicht die Sünde sein, sondern wie die Menschen mit dieser Sünde umgegangen sind in ihrem Leben. Wie sie mit Gott gelebt haben und ob sie das Angebot des Lebens, dieses Angebot der Gnade, ja, die Gnade aber ist das ewige Leben, durch die Gnade kommt das ewige Leben durch Jesus Christus, ob sie diese Gnade angenommen haben. Deshalb stellt sich hier die Frage, unter welchen Bedingungen, unter welchen Voraussetzungen gilt es, dass der Sünde sollt, der Tod ist. Und die Bibel sagt uns hier ganz deutlich, dass es eben
nur dann stattfindet, wenn der Mensch in seiner Rebellion gegen Gott fortgesetzt sein Leben lebt und nicht bereit ist, seine Sünde dann abzulegen und umzukehren. Damit gehen wir wieder zurück zum ersten Buch Mose. Das heißt, damit aber der Mensch letztendlich, auch wenn er gesündigt hat, und jetzt gehen wir zu Adam wieder zurück. Adam hat also hier gesündigt, Gott hat ihn nicht gleich tot umfallen lassen und auch die Eva nicht, sondern er hat ihnen weiter Leben geschenkt. Jetzt bin ich kurz rausgefallen. Gut, eine kleine Störung in meinem PC, die es da gegeben hat, ja. Aber es geht wieder. Wir haben also hier Adam im Paradies. Gott sagt ihm, wenn du sündigst, musst du sterben. Und jetzt haben wir gesehen, es war nicht so, dass es gleich passiert ist, sondern Gott gibt ihm eine zweite Chance. Er lässt ihn am Leben weiter erhalten, aber der Mensch soll ja jetzt einsichtig werden, er soll ja jetzt verstehen, was jetzt zu tun ist, wenn er jetzt schon gesündigt hat. Und Gott hat ja vorher, bevor Adam im Garten diese Sünde begangen hat und Eva, wie wir es schon vorhin gesagt haben und überlegt haben, der Mensch wusste vorher nicht, was er dann tun soll, wenn er gesündigt hat. Das war ja jetzt alles neu für den Menschen. Für uns ist das ganz selbstverständlich, ja, wenn der Mensch sündigt, dann hat er die Möglichkeit, zu Gott zu gehen, ihn um Vergebung zu bitten und dann eben zu versuchen, sein Leben wieder in Ordnung zu bringen und mit Gott in Übereinstimmung zu leben. Wir wissen das, seit Adam gesündigt hat, ist das irgendwo den Menschen dann vermittelt worden, was sie mit der Sünde tun sollen oder was sie tun sollen, wenn sie gesündigt haben. Aber Adam, als er im Paradies war und noch nicht gesündigt hat, hat offensichtlich ja diese Information des Evangeliums, der Umkehrmöglichkeit, der Vergebungsmöglichkeit ja nicht gekannt. Das heißt, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass Gott erst nach der Sünde, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, den Menschen erst jetzt in diese sagen musste eigentlich, was jetzt zu tun sei. Und da ist die Frage, hat er das wirklich getan? Und denke, wenn wir in 1. Mose 3, in 1. Mose Kapitel 3 in diese Sündenfallgeschichte hineingeht, dann wird uns aus dieser Geschichte heraus ganz klar bewusst gemacht, wie das Gott gemacht hat. Adam und Eva wären wahrscheinlich selbst gar nicht so richtig, es wären vielleicht gar nicht so richtig bewusst geworden, dass das, was sie jetzt da gemacht haben, dass das ein großer Fehler war. Denn nachdem Gott ihnen ursprünglich gesagt hat, wenn sie das tun würden, würden sie sterben und dass das Ganze nicht passiert ist, werden sie sich gedacht haben, ja vielleicht hat jetzt doch die Schlange eher recht. Es hat ja wirklich so ausgesehen, als hätte die Schlange, die da gesprochen hat, eher recht gehabt. Und das war ja offensichtlich ein gewisses Problem, das wir uns ja eigentlich hier überlegen müssen, wenn wir uns da richtig in die Situation versetzen von Adam und Eva, dann sollten wir darüber nachdenken, dass das ja für sie jetzt auch nach der Sünde eine ganz neue Situation war. Wir wissen, dass sie sofort zu einer gewissen Selbsthilfe gegriffen haben. Irgendwo eine Nacktheit, die da erkennbar war, dass, wie das dann genau ausgesehen hat, das wird wahrscheinlich schwer nachvollziehbar sein. Aber jedenfalls heißt es hier, dass das die erste Reaktion war, des Menschen, wie er hier auf die Sünde reagiert hat. Da steht hier im Vers 7, da wurden ihnen, nachdem sie diese Frucht gegessen haben und Satan ihnen auch gesagt hat, diese Schlange, da werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Das war ja dann auch irgendwo in gewissem Sinne. Es wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, heißt es hier, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und was taten sie? Sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.
Da wird uns hier kein großes Problem geschildert, da wird uns also hier nicht ein Schrecken geschildert, Adam und Eva, die da in Schrecken gefallen waren, als sie gemerkt haben, dass sie da nackt sind. Es wird überhaupt nicht berichtet, es wird keine Emotion berichtet, wie Adam und Eva das hier irgendwo erlebt haben. Und offensichtlich haben sie sich mit diesem Feigenkleid, das sie sich da gemacht haben, intelligent waren sie ja, sie waren ja mit Weisheit ausgerüstet und da sind sie offensichtlich nicht in Verlegenheit gekommen, was jetzt zu tun sei. Ja? Ein gewisses Schamgefühl wird uns natürlich hier berichtet, ja? Sie wurden gewahr, dass sie nackt wurden. Also irgendwas muss da schon gewesen sein. Aber die Bibel spricht nicht groß über diese ganze Emotionalität, die da dahinter stand. Und sie fühlten sich offensichtlich hier doch in einer gewissen Weise und in diesem neuen Kleid, das sie sich da gemacht haben, recht wohl. Aber was passiert jetzt? Und jetzt kommt Gott, der vorher gesagt hat, wenn du stirbst, an dem Tage musst du sterben. Jetzt kommt dieser Gott in den Garten und da heißt es hier, und sie hörten den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Da entdecken wir jetzt, da ist plötzlich, und das ist hier vielleicht eine erste emotionale Reaktion oder eine zweite, wenn ihr so wollt, zuerst die Nacktheit und dann jetzt hier ging es etwas tiefer, eine gewisse Angst. Ein Gefühl, das sie bis dorthin offensichtlich nicht gekannt hatten. Sie hörten Gott. Und das erste Mal wird hier berichtet in der Bibel, dass hier Menschen vor Gott sich fürchteten, Angst bekamen. Und das war jetzt nicht eine Ehrfurcht offensichtlich, sondern es war jetzt hier wohl ein ganz eigenartiges Gefühl, das sie wahrscheinlich bis dorthin nicht gekannt hatten. Angst. Und aus diese Angst, die trieb sie jetzt auch in das Versteck. Und dann kommt Gott und rief Adam und sprach, wo bist du? Und diese Geschichte kennen wir. Das heißt, hier haben wir, wenn wir es hier etwas abrunden, ich möchte da nicht zu sehr in die Details gehen, das meiste ist ja dann auch bekannt. Gott kommt den Menschen entgegen und ruft ihn damit eigentlich zur Einsicht. Er will ihn damit bewusst machen, was er hier getan hat. Er bedroht ihn gleich nicht, gleich noch einmal mit dem Tod. Und jetzt hast du das getan und jetzt musst du sterben und du wirst jetzt gleich tot umfallen oder ich lasse jetzt Feuer vom Himmel fallen. Man müsste sich ja die Frage stellen, wenn das wirklich passiert wäre, wenn Gott das wirklich gemacht hätte, nach dieser ersten Sünde den Menschen gleich tot umfallen hätte lassen, was hätte das für ein Bild auf Gott geworfen? Ich denke, das sollten wir uns auch überlegen. Und wir werden in einem anderen Thema, das wir noch weiter betrachten werden, wir werden ja auch über die Sündenfallgeschichte, die noch dahinter steht, anschauen. Nämlich, wir werden ja auch hier, wenn wir über die Sündenfallgeschichte reden, noch auf diese himmlische Dimension eingehen, wo es zu diesem Sündenfall ja schon im Himmel kam, wo ja Gott auch nicht gleich den Sünder im Himmel gleich tot umfallen hat lassen. Das ist ja interessant. Der lebt ja heute noch. Der hat ja heute bis heute noch nicht einmal den ersten Tod gesehen. Wir Menschen, der Großteil der Menschen ist ja inzwischen schon gestorben, während Satan ja und seine Engel ja immer noch leben. Das sind ja letztendlich Überlegungen, die wir uns da auch machen sollten, warum das eigentlich so ist. Könnte es sein, dass wir es hier auch mit einem barmherzigen Gott zu tun haben? Der zwar den Tod für den Sünder ankündigt, aber ihm immer noch eine Gnadenfrist gewährt, um das Problem wieder in Ordnung zu bringen. Und das muss wohl hier beim Menschen auf alle Fälle so gewesen sein. Gott stellt den Menschen zur Rede, wir kennen diese Geschichte, ja, warum hast du das getan? Und dann kommt diese große Schuldverschiebung. Das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Dasselbe kommt dann weiter, da sprach Gott der Herr zum Weibe. Warum hast du das getan? Und das Weib sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Das heißt, sofort hatte jener eine Begründung, warum er jetzt von dieser Frucht gegessen hat. Und ich denke, das ist dem Menschen bis heute geblieben.
Es wird keinen Menschen geben, der nicht versuchen wird, in irgendeiner Weise das, was er verkehrt getan hat, irgendwie zu rechtfertigen und mit irgendeine Begründung dafür anzugeben, warum er das vollbracht hat. Und das haben wir offensichtlich auch als Erbe von Adam und Eva mitbekommen. Vielleicht liegt das sogar in unseren Genen, wie das ja manchmal oft gemeint wird, nicht? Dass die Sünde sich so über diese Genstruktur überträgt. Bemerkenswert, diese Ausrede, eine gewisse Ausrede. Im Vers 14 geht dann weiter, da sprach Gott, der Herr zu der Schlange. Das heißt, die Schuld ging letztendlich bis zur Schlange. Und da fragt jetzt aber Gott nicht, ja, warum hast du das getan? Denn Gott wird das schon gewusst haben, warum die Schlange das getan hat. Und wenn hinter dieser Schlange der Teufel steckt, dann hat Gott sehr wohl gewusst, warum die Schlange das getan hat. Da gab es ja schon eine Vorgeschichte. Und diese Sündenfallgeschichte auf Erden darf ja nicht abgekoppelt werden von der Sündenfallgeschichte, die davor stand, nämlich mit diesem Wesen, Luzifer, mit dem das zu tun hat. Ja? Und deshalb fragt Gott nicht mehr, warum hast du das getan, sondern weil du das getan hast. Seist du verflucht, und jetzt kommt ein Fluchspruch. Sehr bemerkenswert. Bevor Gott das Urteil, ein erneuertes Urteil über den Menschen ausspricht, dass er sterben würde, und das ist ja sehr bemerkenswert, Gott hat ihm das vorher schon gesagt, er führt das Urteil aber nicht gleich durch, und dann kommt es zuerst zu einer Verfluchung des Menschen und auch der Schlange, die da zu dieser Sünde verleitet hat. Und jetzt lesen wir uns einmal diesen Fluchspruch an, in einem Stück, wie er hier geschrieben wird. Denn es ist sehr bemerkenswert, dass wir hier etwas haben, das Gott den Menschen vorher, bevor er gesündigt hat, eigentlich kein Wort davon erwähnt hat. Und auf das möchte ich jetzt auch noch etwas besonders diesen Akzent legen. Weder der Schlange offensichtlich, noch dem Menschen ist vorher das gesagt worden, bevor es zu diesem Sündenfall gekommen ist, was wir jetzt hier in diesem Abschnitt lesen werden. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ein komplizierter Text, aber wir lesen das einfach mal. Hier wird eine Feindschaft, ein Kampf vorausgesagt und ein gewisser Schaden, der gegenseitig zugefügt wird. Ja? Kopf zertreten, wenn das so stimmt, wie das hier steht, dann bedeutet das ja auch Tod. Ja? Ferse stechen von einer Schlange, heute würden wir das mit Schmerzen, mit Qual, vielleicht auch mit einer tödlichen Verletzung in Verbindung bringen. Das wird hier in diesem Text wird einfach Kampf, Qual beschrieben. Und zum Weibe, Vers 16, und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, und wenn du schwanger wirst, unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes, und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Distel soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Bis hierher dieser Fluch, den Gott hier nach dem Sündenfall
den Menschen und auch der Schlange gegenüber ausgesprochen hat. Und ich wiederhole jetzt noch einmal, was mir hier auch in der letzten Zeit sehr bewusst geworden ist und wo ich mir die Frage natürlich auch gestellt hat: Warum hat Gott all das, was er jetzt hier gesagt hat, nicht schon vorher den Menschen gesagt? Vorher sagt er nur, wenn du stirbst, wenn du von dieser Frucht essen wirst, wirst du sterben. Und zwar an dem Tag noch dazu. Und jetzt haben wir entdeckt, das hat Gott eigentlich nicht so gemacht. Er hat ihn nicht gleich an diesem Tag sterben lassen. Er lässt ihn leben und jetzt kommt er nach dem Sündenfall und schildert ihm erst hier, dass er noch weiterleben wird, aber dass dieses Weiterleben kein schönes Leben mehr sein wird, sondern ein Leben, das mit Qual, mit Krankheit, mit Schmerzen, mit Mühsal verbunden sein wird und letztendlich dann irgendwann einmal der Mensch wieder zu Staub sein würde. Hier ist keine Rede mehr davon, dass er jetzt an dem Tage, wo er jetzt diesen Fluchspruch von Gott bekommen hat, sterben würde. Sondern, und da können wir ganz deutlich erkennen, dass wir hier offensichtlich zwei unterschiedliche Aussagen haben. Auf der einen Seite, an dem Tage, wo du das tust, wirst du sterben. Und jetzt hier, wo Gott an diesem Tag den Fluchspruch ausspricht, wiederholt er diesen Gedanken, dass er jetzt an diesem Tage zur Erde werden wird, nicht. Sondern offensichtlich soll Adam und Eva noch Kinder bekommen. Er hat ja ihnen ja auch vorhin gesagt, dass sie die Erde bevölkern sollten. Das sollte jetzt trotzdem weiter passieren. Das heißt, aber das Kindergebären und das Kinderbekommen sollte mit Qual und mit Schmerzen verbunden sein. Und letztendlich, nachdem dieser Fluchspruch ausgesprochen worden ist, kam jetzt noch etwas. Da geht die Geschichte weiter, im Vers 20. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller derer, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Bevor also eine weitere Handlung gesetzt wird, nämlich die Ausweisung aus dem Paradies, und das ist ja auch eine interessante Geschichte, dass es hier dann letztendlich nach diesem Fluchspruch, der noch im Garten Eden stattgefunden hat, und nach dieser Bekleidung mit den Fellen, das heißt Adam und Eva wurden mit Fell, mit Tierfellen bekleidet, die Feigenkleider sind ihnen damit überflüssig geworden und hinter diesem Anziehen mit diesen Fellen steckte eine Botschaft. Und wir wissen alle, Felle bekommt man nur, wenn man einem Tier eine Haut abzieht. Das bedeutet aber, dass man das Tier vorher töten muss. Und das ist offensichtlich hier geschehen. Ich möchte das jetzt vorwegnehmen, ohne das Thema jetzt hier bei dieser Geschichte etwas auszuweiten. Allgemein verstehen wir das auch in der christlichen Theologie und auch in unserem persönlichen Verständnis, wissen wir, dass dieses Anziehen mit den Fellen, dass wir es hier mit dem ersten Kleid zu tun haben, das Gott den Menschen angezogen hat, nachdem er gesündigt hat. Und dieses Kleid ist dann später in der Bibel zu einem Symbol der Vergebung geworden. Das heißt, kurzum können wir hier grundsätzlich dieses Kleid, das der Mensch bekommen hat von Gott, als ein Sinnbild der Vergebung sehen, das Gott dem Menschen gewährt hat. Unter einem großen Preis. Ja? Und der Preis, der hier damit in Verbindung stand, war die Tötung eines Tieres oder vielleicht sogar zwei, ja, die hier dadurch praktisch getötet worden sind. Und hier hat der Mensch zum ersten Mal offensichtlich mit eigenen Augen erleben können, was die Sünde jetzt einmal
nicht an ihnen zunächst gleich angerichtet hat, sondern was die Sünde jetzt in der Tierwelt angerichtet hat. Zwei Tiere, denen Adam vorher, gar nicht so lange, vielleicht vorher, den Namen gegeben hat, diese Tiere lieben gelernt hat und plötzlich sind hier Tiere gestorben. Das musste für Adam und für Eva eine tiefe Erfahrung gewesen sein. Und es musste ihnen zum ersten Mal richtig bewusst geworden sein, was Tod eigentlich jetzt bedeutet. Selbst leben sie noch, aber dieses Tier stirbt. Und gleichzeitig ist es ein Zeichen dafür gewesen, dass Gott ihr Leben weiter erhalten wollte, dass er ihr Leben verlängern wollte, dass sie nicht an diesem Tag sterben sollten, sondern dass sie eine Möglichkeit des Weiterlebens bekommen. Und da muss man sich fragen, ja wozu? Wenn der Mensch jetzt einfach nur gottlos weiterlebt, dann würde das bedeuten, dass das dann wirklich der endgültige Tod ist. Aber aus der Geschichte, wie sie dann gelaufen ist, können wir ganz deutlich erkennen, dass der Mensch tatsächlich von Gott immer wieder durch die ganze Geschichte hindurch von Adam an die Möglichkeit der Vergebung bekommen hat. Aber was hier passiert ist, Gott, obwohl er den Menschen Vergebung angeboten hat, treibt er ihn trotzdem aus dem Paradies hinaus und trennt ihn von diesem Garten Eden. Und was war die weitere Folge? Wie ging es dann draußen im Garten, außerhalb des Garten weiters? Und da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, haben sich diese Flüche, die hier vorher ausgesprochen wurden, haben diese Flüche sich dann auch erfüllt? Wenn wir die Geschichte weiter betrachten, dann merken wir, diese Flüche haben sich buchstäblich alle in allen Details bis heute erfüllt. Die Frage, die wir aber hier stellen wollen, ist, war das unbedingt notwendig? War das dem Willen Gottes entsprechend, dass all diese Flüche, wie sie hier beschrieben werden, sich unbedingt so erfüllen sollten, wie sie hier beschrieben worden sind und wie wir sie dann weiter in der Weltgeschichte bis heute erleben können? Bis heute erleben wir also ganz konkret die Folgen des Ungehorsams in der ganzen Weltgeschichte, so wie sie hier an diesem zweiten Blatt der Bibel beschrieben sind. Und wir werden uns das nächste Mal in unserem Thema mit der Frage beschäftigen, warum haben sich alle diese Flüche, wie sie hier ausgesprochen worden sind, trotzdem, dass Gott den Menschen die Vergebung angeboten hat und vergeben, offensichtlich auch die Vergebung ermöglicht hat und dem Adam und Eva auch Vergebung geschenkt hat, warum haben sich dann diese Flüche trotzdem erfüllt? Denn normalerweise würden wir ja sagen, wenn Gott den Menschen vergibt, ja, dann nimmt er ihn ja wieder als seinen Sohn auf, so wie er ist. Wir denken da an die Geschichte vom Neuen Testament, wo der verlorene Sohn sich vom Vater getrennt hat, ein gottloses Leben gelebt hat, aber dann wieder zurückgekehrt ist. Ein Gottloser hat wieder zu Gott gefunden. Und Gott hat keinen Gefallen an diesem Gottlosen, sondern er möchte, dass er zur Umkehr kommt. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn könnte auch die Geschichte von Adam und Eva sein, die sich hier von Gott in einer gewissen Weise entfernt haben. Gott ladet sie wieder ein, er möchte sie wieder aufnehmen, er bietet ihnen Vergebung an. Der verlorene Sohn kam nach Hause und der Vater hat ihm nicht gesagt, jetzt geh da raus in den Stall, du kannst zwar bei mir zu Hause wohnen, aber draußen im Stall irgendwo kannst du dein Leben weiterführen, du kommst mir nicht mehr ins Haus. Offensichtlich war das aber bei Adam und Eva der Fall, dass sie nicht mehr in den Garten Eden zurückkehren konnten, sondern dass sie zunächst einmal draußen bleiben mussten. Und draußen begann das Leid und die Geschichte der Bibel ist eine Geschichte, die dann zeigt, was die Folgen dieser ersten Sünde gewesen sind.
Das heißt, der Sündenfall hat tatsächlich fatale Folgen für die gesamte Weltgeschichte gebracht. Und wir werden uns das nächste Mal die Frage stellen, und was oder wer war denn wirklich schuld, dass all diese Flüche so gekommen sind, wie sie bis heute existieren? War Adam an allem schuld, was in dieser ganzen Weltgeschichte passiert ist? Oder gibt uns die Bibel auch die Möglichkeit, hier noch tiefere Antworten zu finden? Diese Fragen werden wir das nächste Mal beantworten. Und ja, ich hoffe, dass in diesem Thema, wie wir es heute da einmal von der Seite versucht haben aufzubauen und zu behandeln, dass das vielleicht auch bei euch den einen oder einen anderen Gedanken ausgelöst hat, den einen oder anderen Gedanken Anstoß gegeben hat. Und ich hoffe, ihr denkt auch selber weiter. Wir sollten immer wieder diese alten, bekannten biblischen Geschichten auch immer wieder von neuen Seiten betrachten, von neuen Aspekten. Und ich hoffe, ihr denkt auch selber darüber nach, und wir werden das nächste Mal, so Gott will und unsere Technik weiter funktioniert, weiter an diesem Thema arbeiten. Gott helfe uns, dass wir zumindest immer wieder daran denken, was damals für Umstände da waren, und dass Gott niemals wollte, dass Leid, Krankheit, Unglück und Zerstörung über diese Welt kommt, und dass er auch eine Lösung gefunden hat, wie das einmal wiederhergestellt werden kann. Und die Lösung, denke, hat er uns in seinem Wort offenbart, und wir tun gut, wenn wir darauf achten und im Glauben und im Vertrauen mit Gott leben. Gott helfe uns darin und er segne uns in unserem gemeinsamen Studium des Wortes Gottes und in unserem gemeinsamen Nachdenken, dass wir daraus lernen aus der Vergangenheit, wie wir es nicht machen sollen und wie wir es besser machen sollen. Lasst uns noch beten zum Abschluss und Gott danken für diese Zeit. Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diese Gelegenheiten, die du uns immer wieder neu schenkst. Schon oft haben wir über diese Geschichte nachgedacht. Immer wieder hören wir sie, Herr Jesus. Immer wieder ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, was das Problem war von Anfang an, warum die Weltgeschichte in eine ganz andere Richtung gelaufen ist. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir aus dieser Frühgeschichte der Menschheit die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, dass wir schon dort deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, aber auch deine Gerechtigkeit erkennen können. Du hast Sünde nie gut geheißen. Du hast immer der Sünde Leid und Folgen folgen lassen. Es war nie möglich, der Sünde einfach zu huldigen und trotzdem den Segen zu empfangen, den du für Gehorsam verheißen hast. Herr, hilf uns, dass wir das verstehen, dass wir nicht ungestraft gegen dich wirken können, gegen dich leben können. Lass uns die Folgen der Sünde erkennen, wie sie in der Weltgeschichte immer wieder zu Tage getreten sind. Wie viel Leid, wie viel Elend, wie viel Not hat es der Menschheit gebracht. Herr, gib, dass wir das auch in unserem persönlichen Leben immer wieder erkennen, dass wie gut es ist, wenn wir uns an dich wenden und wenn wir uns abkehren von dem, was nicht von dir kommt. Begleite uns weiterhin, segne jeden Einzelnen, der auch hier dabei war, und gib, dass wir alle mehr darüber nachdenken, wie wir in engerer Beziehung mit dir leben können und wie wir ein Leben leben können, das deinem Vorbild, Herr Jesus, ähnlicher wird. So segne uns in diesem Sinne und begleite uns weiterhin. In Jesu Namen. Amen. Gut, damit hoffe ich, dass auch im Hintergrund alles recht funktioniert hat und dass ihr euch auch eure persönlichen Gedanken weitergemacht habt. Ich denke, ich weiß nicht, ob ich noch im Chat bin, aber ich möchte mich jetzt einmal verabschieden und diese Aufnahme einmal stoppen, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.